Doktor für Medizin Ignatius Gerlach. Nochmal. Doktor für Medizin Ignatius Gerlach. Der des doppelten Mordes angeklagte Karl Paul Brunke, geboren am 24. Juli 1887, war zum Zeitpunkt der Tat 18 Jahre alt. Die Schädelbildung des Angeklagten ist normal. Vom 8. Lebensjahr an hat der Angeklagte geraucht, onaniert und Päderastie getrieben. Der Angeklagte bereut seine Taten nicht. Na gut.